Damen und Herren. Clinical Journal Club für diese Woche. Und im New England Journal geht das Rätsel um ein kraniales, koronales MRT. Und es geht um einen 54-jährigen Mann. Seit 3 Wochen wird er progressiv dement, hat Nystagmus, Myoklonus und Ataxie. Und im Angebot sind Lewy-Körper-Demenz, frontal-temporale Demenz, Morbus Pick, Jakob-Kreutzfeld-Krankheit, Neuroborreliose und Hashimoto's Enzephalitis, das es tatsächlich gibt, aber dann muss man auch gleichzeitig das Schilddrüsenproblem haben. Und mit diesem rasanten Verlauf, mit Nystagmus, Myoklonus und Ataxie, kann die richtige Antwort nur Kreutzfeld-Jakobs-Krankheit sein. Und nächste Woche werden wir mehr Informationen über diesen Patienten dann erhalten. Jetzt Lewy Körper-Demenz, genannt nach Friedrich Lewy, war Neurologe an der Charité bis 1933. Er hat bei Patienten mit Morbus Parkinson diese Inklusionskörperchen beschrieben, die aus Aggregate von Proteinen bestehen, also das Alpha-Synuclein. Und dies ist die zweithäufigste Demenz, die es eigentlich gibt. Morbus Alzheimer ist das häufigste. Und diese Patienten haben Fluktuationen in kognitiver Leistung und Halluzinationen können auch stattfinden, aber die haben beinahe immer irgendeinen Aspekt von Morbus Parkinson. Und so kann man sie am besten identifizieren. Ich wollte nur sagen, die heißen Lewy Body Demenz. Ich habe über 10 Jahre in der Neurologie gearbeitet. Ich spreche nicht von Lewy Körper Demenz. Na, der arme Lewy wird es mir verzeihen. Morbus Pick ist auch ziemlich häufig. Hier geht es um Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeitsveränderungen, Sprache- und Gedächtnisverlust. Und Frontallappen sind hier involviert und Temporallappen sind hier involviert. Und das hat aber einen anderen Verlauf als dieses Krankheitsbild, was wir hier eben diskutiert haben. Kreutzfeld-Jakob-Erkrankung, das wird durch Eiweiße, Prionen vermittelt. Und hier ist ein histologisches Beispiel davon. Hier ist ein Florida-Plug. Und die Klinik dieser Krankheit kann natürlich auch jüngere Menschen betreffen, geht schnell. Myoklonie, Ataxie und Ähnliches mit einem Krankheitsverweildauer von nur 4 bis 6 Monate. Erstaunlicherweise kann die Neuroborreliose auch ziemlich schrecklich sein. Und ich habe diesen Fall gefunden in der Literatur bei diesen Patienten. Dies war tatsächlich eine Laien-Neuroborreliose. Erst war der Verdacht auf Normaldruck-Hydrocephalus und hier sind MRTs von diesen Patienten. Also das kann eine ganze Reihe von Symptomatik verursachen, hat aber natürlich einen anderen Verlauf als dieses, was wir uns eben hier angeguckt haben. Hashimoto's Enzephalopathie gibt es auch, es gibt es tatsächlich, aber hier würde man erwarten eine Assoziation mit Hashimoto's Thyreoiditis, was in diesem Fallbericht natürlich nicht der Fall war. Dann würde man auch unterschiedliche Antikörper, Schilddrüsenantikörper erwarten, die für Hashimoto's Thyreoiditis typisch sind. Erste Thema. Ich wusste gar nicht, dass man dies in Frage stellen würde. Nämlich aktive Fallfindung bei Patienten mit Infektionskrankheiten ist eine Strategie, die wird seit 100 Jahren angewendet. Und meines Wissens wurde das erst angewendet, wenigstens in den USA, bei Patienten mit Typhus und Ähnlichem, wo man alle Kontakte gerne auffinden würde, um die zu identifizieren, sodass die Krankheit nicht weiter verbreitet wird. Und bei der Tuberkulose
war das auch in USA Routine, bestimmt in Deutschland auch, wenn jemand eine offene Tuberkulose entwickelt, die säurefeste Stäbchen im Sputum zeigte, dann wurden alle Kontakte von diesem Menschen aufgesucht und kriegten Röntgenthorax, und wenn der auffällig war, wurde dann Sputum gewonnen und Hauttests wurden durchgeführt, um latentes Tuberkulose, alles Mögliche sonst zu identifizieren, sodass man alle Kontakte aufgesucht hat. Und zu meinen Zeiten, als ich Medizinstudent und Assistent war, hat man sich um die Rechte der Patienten nicht besonders gekümmert. Wir hatten Sanatoria und Leute mit offener Tuberkulose wurden da eingewiesen. Und wenn sie abgehauen sind, dann wurde der Sheriff gerufen und der hat sie dann aufgefunden und wieder hingebracht. Und bei ihren Kontakten war das genauso. Und das ist die Strategie. Und ob das hilfreich ist, wurde in dieser New England Journal Studie untersucht. Und hier wurden in Vietnam, wo offene Tuberkulose, eigentlich ist es überall auf der Welt ein Problem, aber da ist es besonders ausgeprägt, hat man hier eine randomisierte Studie durchgeführt worden, wobei Patienten an unterschiedlichen Zentren, sind hier aufgelistet in dieser Karte, die Zentren wurden randomisiert in so einem sogenannten Cluster-Verfahren, Ansammlungsverfahren. Und die Kontrollgruppe, da wurden die Personen, die Kontakt hatten, da wurde einfach gewartet, bis sie krank wurden. Und in der Interventionsgruppe sind die aufgefunden worden, die sind untersucht worden. Wenn es ein Infiltrat hatte, dann wurde Sputum gewonnen, Röntgenthorax wurde dreifach durchgeführt, um Patienten, die angesteckt worden sind, zu identifizieren. Und können wir uns hier, dies sind die Indexpatienten, die Patienten mit offener Tuberkulose und Altersverteilung und Männer und Frauen, und ob sie HIV hatten oder nicht und ob es ein neuer Fall war oder nochmal behandelt werden mussten und so weiter. Und dann deren Kontakte sind hier auch identifiziert worden und die waren in beiden Gruppen, in der Interventionsgruppe und in der Kontrollgruppe, nicht signifikant voneinander unterschiedlich. Und siehe da, die Leute aufzutreiben, scheint sinnvoll zu sein. Nämlich in der Tat, in der Interventionsgruppe sind ungefähr knapp zweimal so viele Patienten mit infizierten Tuberkulose gefunden worden, als in der Kontrollgruppe, wo man diese Direktkontakte nicht aufgesucht hat. Könnte ich mir auch vorstellen, und ob sie dann säurefeste Stäbchen im Sputum hatten, ja oder nein, ist hier auch angegeben, und das war natürlich auch häufiger in der Interventionsgruppe, dass man solche Leute gefunden hat, anstatt zu warten, bis jemand Symptome entwickelt und sich meldet oder nicht. Also diese Hypothese ist positiv bestätigt worden, da können wir uns freuen. Das nächste Thema im New England Journal geht es um die hypertherme intraperitoneale Chemotherapie. Und Hyperthermie bei der Krebsbehandlung war auch in diesem Hause ein Thema. Vor 10 Jahren gab es auch ein SFB darüber. Habe ich nachgeschlagen, wie dies funktioniert. Und dieses wird durchgeführt bei Patienten mit soliden Tumoren. In diesem Fall ging es um Ovarkarzinom. Und Leute, die operiert werden, um die Tumorbelastung zu reduzieren, da besteht die Möglichkeit, dass man sie mit so einer Therapie dann noch behandelt, wo durch Flüssigkeit infundiert wird, das Chemotherapeutika enthält, in diesem Fall Paxlitaxel und Carboplatin, auf 42 Grad. Das wird dann für 1,5 Stunden durchgeführt in einem Verfahren, wie hier abgebildet, wenn der Abdomen schon wieder geschlossen ist. Und das wurde in dieser Studie bei 245 Patientinnen durchgeführt mit Ovarkarzinom. Und die wurden alle operiert, um Tumorbelastung zu reduzieren. Und die Hälfte haben dann diese hypertherme intraperitoneale Chemotherapie bekommen. Und die anderen Patientinnen haben
die übliche Chemotherapie bekommen, was auch ziemlich ausgeprägt war. Details können Sie hier angucken. Also es geht um die Hypothese zu testen, dass diese Therapie, die im Internet ziemlich stark propagiert wird, ob die funktioniert oder nicht. Und in der Tat scheint es so zu sein. Hier ist rezidivfreies Intervall und das ist besser in dieser hypotherme Chemotherapiegruppe als in der Kontrollgruppe, die die übliche Behandlung bekam. Und Gesamtüberleben war auch besser bei den Patientinnen, die diese Extrabehandlung bekamen. Und Untergruppen, Alter, besondere Histologie, vorherige Operationen, ja oder nein, wie viele Regionen hier involviert, scheint so der Fall zu sein, dass Patientinnen mit diesen Tumoren an dieser Therapie Vorteil haben. Und gibt es Nebenwirkungen? Ja, aber die hielten sich eigentlich in Grenzen. Mit diesen Extrakathetern besteht natürlich ein Infektionsrisiko, das wurde auch hier gezeigt, und dass Ileus vorkommen könnte, kann ich mir auch vorstellen, aber diese anderen Nebenwirkungen waren ungefähr in beiden Gruppen sehr ähnlich. Nächstes Thema, wieder ein Dauerbrenner. Monoklonale Gammopathien kommen vor bei unterschiedlichen Erkrankungen, überwiegend bei Multiples Myelom. Auch einzelne Plasmazytome können so etwas aufweisen. Passiert auch manchmal bei B-Zell-Lymphome, weil B-Zellen ja auch Antikörper produzieren. Morbus Waldenström, Schnitzler-Syndrom, AL-Amyloidose und Pyoderma-Kankernosum. Aber es geht bei den großer Mehrzahl an Patienten mit einem monoklonalen Gammopathie um das multiple Myelom. Jetzt stellt sich heraus, dass manchmal werden Patienten gefunden, die haben so ein sogenanntes so ein M-Zacken, aber sie treffen eigentlich nicht die Kriterien für einer dieser Erkrankungen, auch nicht das multiple Myelom. Da erwartet man mehr als 15% Plasmazellen in der Knochenmarksuntersuchung und man erwartet andere klinische Symptome, Knochenbeteiligung, Hyperkalzämie und was es alles noch sonst gibt. Und man würde dann auch erwarten in der Knochenmarksuntersuchung, dass man sehr viel von diesen Zellen hier findet, mit einem relativ großen Kern, der am Rand der Zelle liegt, was typisch für Plasmazellen dann ist. Also es geht um M-Guss und die größte Ansammlung an Patienten mit M-Guss ist in der Mayo Clinic. Und so kann man sich schon vorstellen, jede 10 Jahre publizieren die ein Paper über M-Guss. Und vor 10 Jahren hatten wir schon eins. Und hier kommt noch eins. Jetzt nochmal Sie daran zu erinnern, wo kommen Plasmazellen her? Und das ist eine weitere Differenzierung von B-Lymphozyten, die auch Antikörper produzieren, selbstverständlich. Plasmazellen sind nur dafür geeignet. Plasmazellen tragen dann nicht mehr Oberflächenmarker CD19 und CD20. So sind sie nicht mit Rituximab zu töten, aber mittlerweile gibt es andere Antikörper, die Oberflächenmoleküle von Plasmazellen angreifen. Und diese Plasmazellen produzieren diesen M-Spike und die können unterschiedliches Verhalten aufweisen. Entweder produzieren einen ganzen Antikörper oder nur leichte Ketten oder führen zur AL-Amyloidose und so weiter und so fort. Aber dieses M-Guss ist klinisch ziemlich häufig und dann unterscheidet man mit Vorläufer von multiplen Myelomen oder symptomatisches multiples Myelom. Und im Prinzip ist es so, dass Patienten mit M-Guss, man weiß nicht genau, was man mit denen veranstalten sollte. Wahrscheinlich sollte man die höflich in Ruhe lassen und watch and wait. Pass mal auf, was passiert. Und das ist auch eine gute Idee. Jetzt, was wir gelernt haben von den vorherigen Studien, ist, dass die Anzahl an Patienten, die sich dann multiples Myelom entwickeln, ist ungefähr 1% pro Jahr. Diese Studien laufen jetzt über 30 Jahre, sodass mittlerweile haben 30% dieser Kohorte, wenn sie nicht an irgendwas anderem verstorben sind, multiples Myelom entwickelt oder irgend sowas in dieser Richtung. Das hat sich auch gehalten und das ist auch so geblieben. Und dann wurde von den Investigators hier unterschieden bei Patienten, die ein
IgM-MGUS hatten im Vergleich zu Patienten, die IgG, IgA, IgD-MGUS hatten. Die sind in der Mehrzahl. Man könnte sich so vielleicht vorstellen, Richtung Morbus Waldenstrom, vielleicht wäre IgM-MGUS schlimmer als diese anderen MGUS-Formen. Das war auch so, aber sehr eindrucksvoll ist das auch nicht. Dann hier ist das relative Risiko, was man hier entwickeln kann, von MGUS. Und Multiples Myelom ist im Vordergrund, aber Non-Hodgkin-Lymphom und AL-Amyloidose und Morbus Waldenstrom und diese anderen Sachen kommen auch vor. Und Waldenstrom kommt natürlich sehr häufig vor oder am häufigsten vor bei Leute, die einen IgM-MGUS haben, was im Prinzip selbstverständlich ist. Und dann gucken wir, die Leute wurden natürlich hier jahrelang beobachtet. Bei Männern und Frauen sind die Risiken ungefähr gleich und wie alt sie waren, als der MGUS erst diagnostiziert worden ist und was von MGUS sie hatten. Und die Progression von IgM-MGUS scheint ein bisschen häufiger progressiv zu sein als die anderen MGUS-Formen. Und dann, was wir hier sehen, ist, bei Patienten, die keine Progression von ihrem MGUS haben, ob sie IgM-MGUS oder nicht IgM-MGUS haben, war ziemlich egal. Aber wenn sie Progression hatten und IgM-MGUS hatten, dann sind sie dann fortgeschritten und verstorben, eher als Patienten, die einen Nicht-IgM-MGUS hatten. Aber wenn man sich dann guckt, naja, was passiert denn eigentlich mit diesen Patienten im Vergleich zu einer altersgematchten Gruppe an Menschen, die man über 40 Jahre beobachtet, dann ist es tatsächlich so, dass das MGUS schlimmer ist, als was man in der allgemeinen Bevölkerung erwarten würde. Aber so schlimm ist es auch nicht. Kein Grund, aus dem Fenster zu springen. So, das ist die MGUS-Geschichte für diese Dekade. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Bericht von Mayo Clinic mit ihrer MGUS-Ansammlung. Also, es sieht so aus, als der Wettbewerb mit anderen Todesursachen scheint dem MGUS ziemlich gleich zu sein, sodass die Strategie Hände in den Taschen und abwarten scheint angebracht zu sein. Da kann man die Leute auch einstufen, wie groß der M-Zacken ist und ob sie Krankheitszeichen haben, ja oder nein und so weiter. Das nächste Thema ist auch ein Happen und es geht um zerebrale AV-Malformationen, arteriovenöse Malformationen, die sind überwiegend angeboren, die können auch größer werden, wie dieses furchtbare Beispiel hier. Und das sind abnormale Gefäße, wo die Arterie oder Arteriole mündet in eine Venüle und keine Kapillaren sind hier vorhanden. So kann man sich vorstellen, dass der Sauerstoffaustausch in diesem Teil des Gehirns hier ziemlich eingeschränkt war bei diesen Patienten. Und dies sind furchtbare Krankheitsbilder, die können asymptomatisch sein, können aber auch bluten und andere Probleme verursachen. Aber die meisten oder viele von diesen Dingern sind halt Zufallsbefunde und die Leute haben gar keine Symptome. Man kann sie auch einstufen bezüglich ihrer Größe und ob sie an der Oberfläche oder tief im Gehirn liegen. Und dann versucht man zu beurteilen, ob sie neben einem eloquenten Teil des Hirnkortex liegen. Und eloquent wird definiert als ein Teil des Kortex, das eine bestimmte bekannte Funktion aufweist, im Vergleich zu Arealen, wo man nicht so sicher ist, was das bedeutet. Also eloquent und nicht eloquent. Fand ich einen eloquenten Ausdruck. Und das Zweite, was man muss, um diese Arbeit zu verstehen, ist, was Karas ist. Und wenn man nachguckt, wo kommen diese Namen von diesen schrecklichen Dingern her, dies kommt von Kirsten-Ratten-Sarkoma-Virus. Und das wurde entdeckt vor wahrscheinlich 40 Jahren, weiß ich nicht genau. Aber dies ist ein Onkogen, wahrscheinlich irgendwann mit viralen Ursprung, wie viele Signaltransduktionsmoleküle eigentlich sind. Und dies war assoziiert mit einem Rattensarkom,
Und die Kirsten hat es gefunden und darum heißt es Karas. Und Karas ist eigentlich, gehört es zu den G-Proteinen, obwohl Karas nicht mit einem sonstigen G-Protein gekoppelten Rezeptor verbunden ist. Es ist eher verbunden mit dem Rezeptor Tyrosinkinasen, wie der epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor hier abgebildet. Aber Karas ist ein G-Protein, in dem es mit der Verteilung von GTP und GDP verantwortlich ist. Und wenn es in der GTP-Form ist, dann wird signalisiert, in der GDP-Form dann nicht. Und das ist ein Vorläufer von BRAF. Weiß nicht, warum das BRAF heißt, da kann ich auch nachschlagen, wenn Sie möchten. Und das läuft dann über MAP-Kinasen in den Zellkern, um überwiegend Wachstum und Proliferation und Ähnliches zu fordern. Und Karas signalisiert auch durch die PI3-Kinase, das über den mTOR-Signaltransduktionsweg Überleben und Ähnliches fördert. Und Karas ist bekannt, weil es mutiert ist bei vielen Patienten mit Kolonkarzinom und danach wird auch gefahndet. Also das muss man als Hintergrundwissen haben, um diese Arbeit zu verstehen. Nämlich was hier gemacht worden ist, ist, man hat bei Patienten mit AV-Malformationen dieses Gewebe dann untersucht, ob es irgendwie genetisch auffällig wäre. Und das hat man bei einer Indexpopulation gemacht von 39 Patienten und dann waren noch andere Patienten, die sollten diesen Befund dann bestätigen. Und was hier bei dieser Gesamtexom-Sequenzierung herausgekommen ist, ist Mutationen in Karas traten auf. Jetzt, dies ist nicht eine Malignität, dies ist eine, aber es ist so ein wachsendes Verfahren. Ob es ein Tumor ist oder nicht, können wir uns darüber streiten, aber es ist nicht ein Krebs. Aber Karas war mutiert. Und dann hat man eine sogenannte Tröpfchen-digitale PCR noch durchgeführt, um diese Befunde dann zu bestätigen. Erstens in der Indexgruppe. Exom-Sequenzierung hat man nicht wiederholt. Man hat dann diese digitale PCR angewendet in der Bestätigungskohorte. Und dann hier ist angegeben, was für Karas-Mutationen hier führten zu Aminosäurenaustauschen. Ob das die ähnlich sind wie die beim Kolonkarzinom, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Aber diese Karas-Mutationen waren vorhanden. Und dann musste ich im Supplement gucken, naja, wie sahen denn diese Patienten aus? Und das ist im Supplement vergraben. Anscheinend dachten die Autoren, das würde den allgemeinen Mediziner nicht so interessieren. Aber hier sehen wir diese, ob sie an der Oberfläche sind, ob sie tief im Gehirn sich befinden und ob sie mit elekrenten Cortex zu tun haben oder einfach nur Feldwald- und Wiesen-Cortex. Und was man gefunden hat, ist diese Karas-Expression fand statt in den Endothelzellen von diesen Gefäßen. Und dann hat man das weiter untersucht. CD31 ist das Oberflächenmolekül, das heißt PCAM. PCAM1 ist auch ein Marker von Endothelzellen. So hat man an diesen Endothelzellen geguckt und man hat geguckt, das ist hier in diesen Blots gezeigt, ob hier ERK-Phosphorylierung, MAP-Kinase-Ablauf hier verstärkt wäre und das war tatsächlich der Fall. Und dann hat man weitere Untersuchungen gemacht, man hat dann auch kultivierten Endothelzellen geguckt, ob sie PCAM1 exprimierten CD31 positiv oder negativ waren und dann hat man weitere Untersuchungen hier durchgeführt und um zu sehen, was diese Endothelzellen dann machten und ob sie ERK-Phosphorylierung oder ACT, das ist die Phosphorylierung hier aufweisen, oder P38, was auch ein Zwischenschritt ist. Und das war tatsächlich der Fall bei diesen Patienten. Also es scheint zu sein, dass diese Karas-Mutationen an den Endothelzellen tatsächlich zu einer erhöhten Signaltransduktion führen, dazu Proliferation von diesen Zellen und
Überleben von diesen Zellen beeinflussen könnte. Haben sie auch schöne Bilder gemacht. Leider, die meisten waren im Supplement begraben, aber können Sie selber nachschlagen, wie diese Karas-Mutationen zu dem Aufrechterhalten von diesen Gefäßanomalien beigetragen haben. Ziemlich spannend. Und dann ist die Frage, könnte man vielleicht das irgendwie beeinflussen? Und das ist auch getestet worden, zeige ich Ihnen gleich. Ein anderer Signaltransduktionsweg, der bei Endothelzellen eine Rolle spielt, ist Notch Pathway. Das ist erst gefunden worden in Taufliegen. Wie Delta-Notch-Interaktionen funktionieren, müssen Sie halt selber nachschlagen. Aber das ist auch wichtig in diesen Abläufen, die hier gezeigt werden. Und dann kann man kann man diese Mutationen beeinflussen. Das ist auch getestet worden. Kann es jetzt zufälligerweise nicht finden, aber es gibt PI3-Kinase-Hämmer und es gibt auch Hämmer von MAP-Kinasen-Signalisierungen. Die sind hier auch angewendet worden. Und man könnte tatsächlich sich vorstellen, dass man das Wachstum von diesen Malformationen mit solchen Hämmern beeinflussen könnte. Darum ging es. Übersichtsartikel in New England Journal hat mich sehr interessiert. Es geht um toxische Alkohole. Gott sei Dank war Ethanol nicht dabei, sonst würde ich einen Schreck kriegen. Und es ging um Methanolvergiftung, Propylenglykolvergiftung, Deethylenglykolvergiftung und natürlich Ethylenglykolvergiftung, Gefrierschutzmittel. Und diese Sachen werden alle verstoffwechselt durch Alkoholdehydrogenase, von der wir 6 Isoformen haben. Das wird dann weiter verstoffwechselt durch die Aldehyddehydrogenase zu Produkten, die wir einfach nicht haben wollen, wie Oxalat zum Beispiel, das erhebliche Entzündungsreaktionen und lauter Ärger produziert. Oder Ameisensäure, das wir auch nicht haben wollen. Und Laktat ist auch nicht so wichtig, aber dafür haben wir ja gute Wege, um das abzubauen. Und dann Deethylenglykol. Ich glaube, unsere österreichischen Cousins haben das in irgendwelche Weinprodukte vor 20 Jahren reingekippt, weil es ganz gut schmeckt. Und dann Isopropanol, was in der Sportmedizin und Massage, was weiß ich, auf die Haut gerieben wird, weil es ein angenehmes, kühlendes Gefühl verursacht. Das wird direkt verstoffwechselt in Aceton. Das heißt, diese Leute kriegen keine Säure-Basenhaltsstörung, aber die kriegen eine sehr protzige Ketose, nicht Ketoazidose, nur Ketose. Das muss man alles wissen. Und man kann sich auch vorstellen, dass wenn man diese Abläufe bremst mit Ethanol oder Formepizol, heißt das Zeug nicht Formepizol? Ich habe jetzt vergessen, wie das Zeug heißt. Formepizol. Dann ist die Bildung von Anionlücke gebremst, aber die osmolaren Lücke, weil die Produkte nicht so schnell abgebaut werden, wird auch gebremst. Das sind dann diese gestrichelten Linien. Und wenn Sie mal Spaß haben, als Unterhaltung in der Notaufnahme arbeiten, dann sollten Sie doch die betrunkenen Leute mal in Osmometer schicken. Herr Becker muss die nach Heidelberg schicken, da kommt er erst 2 Wochen später zurück. Aber was man sieht, ist, diese Leute haben eigentlich ziemlich normale Werte und haben eine Osmolarität von 400. Aber es macht nichts, weil Ethanol natürlich sofort über Zellmembranen diffundiert und es gibt keine Wasserverschiebung. Und das ist dann eine osmolare Lücke. Die gemessene Osmolarität ist viel höher als die errechnete Osmolarität. Das wird hier auch alles diskutiert und macht viel hat einen hohen Unterhaltungswert. Und dann die Diagnose festzustellen. Es gibt diese Woods-Lampen, die Fluoreszenz aufweisen. Würde ich alles nicht machen. Ein modernes Labor sollte das messen können. Aber ein schneller Hinweis dazu ist, Anionlücke und osmolare Lücke kann man schneller rechnen und sollte man in weniger als 10 Minuten feststellen können.
mit normalen Geräten. Dann gibt es hier auch Algorithmen für die langsamen Lernenden. Und das kann man, ich meine, da kann man die Sachen so schnell dieses abzuklappern. Wenn Sie das brauchen, bin ich enttäuscht. Aber es gibt auch einen Algorithmus, wie man diese Sachen aufarbeiten könnte. Aber man sollte schneller erkennen können. Und dann über Therapie, Fomepazol habe ich schon erwähnt. Ich habe unseren Verwaltungsleiter vor 10 Jahren gesagt, wir sollten das doch kaufen für die Notaufnahme, weil wir ab und zu so einen Fall haben. Und er hat gesagt, wie viel kostet das Zeug? Und dann habe ich gesagt, es kostet 5.000 Euro. Und der hat gesagt, ihr spinnt wohl, ich kaufe euch 2 Wodkaflaschen und dann könnt ihr diese Patienten machen. Weil Ethanol, die Alkohol, die Hydrogenase auch sehr gut beschäftigen kann. Gartenfall, ich glaube es war im Virchow-Klinikum, Ralf Kepritz hat er mir vorgestellt, es ging um Ethylenglykolvergiftung. Und da haben die modernen Assistenten, die hatten keine Ahnung von Anionenlücke oder osmolarer Lücke oder irgendwas in dem Paper steht, die haben aber einfach in irgendeinen Rechner reingetippt, pH 7,2, Koma, keine Ahnung. Und dann hat der Rechner ihnen 40 Vorschläge gemacht, darunter war Ethylenglykolvergiftung. Haben sie das gemessen, Treffer, dann haben sie geguckt, wie behandelt man das im Rechner, vom Mepizol, und die sind auch zum Ziel gegangen, ohne diesen Review, und obwohl sie von dieser Geschichte keine Ahnung hatten. Und als man die darauf aufmerksam gemacht hatte, haben die gesagt, was wollt ihr denn? Wir können es doch genauso schnell, ohne das alles zu wissen. Und Ralf und ich waren ziemlich empört und haben einen kleinen Bericht über diesen Fall dann in Kidney International im November noch publiziert. Also dies war der Pertussis-Anfall von letzter Woche. Und es ging nochmal um diese arme 66-jährige Frau mit Keuchhusten, die diesen Rippenbruch hat. Dieses Bild wurde uns nicht gezeigt. Aber wenn jemand reinkommt mit so einem blauen Fleck, dann würde mir das schon einfallen, dass dieses CT sinnvoll wäre, um diesen Rippenbruch hier zu identifizieren. So sah das aus. Und hier hat man auch Haushaltkontakte hier aufgearbeitet. Sehr gute Idee, wie diese Studie in Vietnam. Geht hier um Keuchhusten und nicht um Tuberkulose. Aber das war diese Patientin. Dann der Fall im New England Journal hat mich schon irritiert, ist das falsche Wort, aber es war ziemlich kompliziert. Es geht um dieses Krankheitsbild und das ist natürlich Lupus erythematodes. Und welche Antikörper man da bestimmen kann und wie das zustande kommt und die Klinik davon ist Ihnen alles bekannt und Hautausschläge sind auch bekannt und etc. Aber hier ist der Fall im New England Journal. Es ging um eine 41-jährige Frau und die kommt rein mit einem Ausschlag, der leider nicht gezeigt worden ist, aber die Histo hat gezeigt, dass dies eine leukozytoklastische Vaskulitis wäre bei dieser Patientin. Das ist die Patientin nicht, dies ist irgendein männlicher Patient, aber es kann vielleicht so ausgesehen haben. Und in der Histologie würde man diese, hier ist ein Gefäß und Mordsentzündung um diesen Gefäß mit rundkernigen Zellen, und also leukozytoklastische Vaskulitis, was unterschiedliche Ursachen haben kann. So kam die rein. Und die Doctors haben sie dann behandelt mit Prednison, Methotrexat, Mycophenolat, Mofetil und Azathioprin. Ich dachte, das ist schon ziemlich mutig, aber könnte ja Lupus erythematodes sein. Und das ist der Begriff einer leukozytoplastischen Vaskulitis, was die Patientin hat. Und dann erfahren wir mehr über die, die 18, läuft über 1,5 Jahren und kriegt dann die entsprechenden Antikörper gemessen, die waren auch positiv und so wurde eine Diagnose von systemischer Lupus erythematodes festgestellt. Die hätten vielleicht mal Urinsediment angucken können und Kreatinin messen, aber das war nicht drin, das war ja schließlich in der Rheumaklinik. Und die wird dann weiter behandelt, kriegt dann auch Cyclophosphamid mit und Rituximab und ähnliches und hat weitere Probleme, nimmt ungefähr 10 Kilogramm an Gewicht zu und geht ihr schlecht und die kommt dann rein
mit Kopfschmerzen, Sehstörungen und ähnliches. Und MRT wird gemacht und eine Lumbalpunktion ist durchgeführt worden. Kein Problem damit. Was mich aber genervt hat, ist, der Öffnungsdruck wurde nicht gemessen. Und das sollte eigentlich Routine sein bei jeder Lumbalpunktion. Obwohl, wenn der Öffnungsdruck erhöht ist, merkt man das meistens, weil der Liquor rausgeschossen kommt. Und da waren auch ein paar kernhaltige Zellen und unterschiedliche Tests für JC-Virus und Herpes Simplex und Zoster, das war alles negativ. Und dann hat man sich vorgestellt anhand dieses MRT, dass dies könnte doch eine zentrale Vaskulitis sein, was dann die Anwendung von immunosuppressiver Therapie hat dann auch, diese Idee wurde dann dadurch verstärkt. Und es geht weiter. Und die Patientin hat weitere Sehstörungen und dann wird beschrieben, die Bilder musste ich aber aus dem Internet rausholen, die waren in diesem Fallbericht nicht dran, die hat auf einmal Papillenödem gekriegt. Oder nicht auf einmal, man hat es diagnostiziert. Das würde dann so aussehen, mit einem Ophthalmoskop oder vielleicht auch so, wo die Ränder des Sehnervs hier nicht scharf abgegrenzt ist, sieht so aus, als würde das eine Schwellung bedeuten. Man sieht diese Gefäße, wie sie verändert sind. Und hier sind unterschiedliche Beispiele davon. Und sie hat auch vorübergehenden Visusverlust. Und sie geht dann zum Augenarzt. Und der Augenarzt beschäftigt sich mit zweierlei Sachen. Ist dies eine zentrale Vaskulitis, indem man Steroide und diese anderen Sachen erhöhen würde? Oder hat dieser interkraniale Druck, der nicht gemessen worden ist, aber könnte dies eine Druckerhöhung sein, die mit Adipositas oder auch die Gabe von Steroide als Nebenwirkung einhergehen könnte? Das wäre dann eine intrakraniale Hypertension. Und das wird dann hier auch diskutiert und wird weitere Bildgebungen wird hier gemacht und die Ergebnisse darüber können Sie selber lesen, was der Augenarzt auch gemacht hat. Ist, er hat den Blindfleck, den wir ja alle haben, können Sie mit Ihrem Daumen feststellen, wo der ist, hat den ausgemessen, um zu sehen, ob der vergrößert ist oder nicht. Und der war natürlich vergrößert wegen des Papillenedems. Und der dachte, na, vielleicht hat die intrakraniale Hypertension, das mit Adipositas und Steroidbehandlung einhergeht, und dass dies nicht verursacht wird durch Vaskulitis. So hat man diese arme Patientin tatsächlich dazu gebracht, 14 Kilogramm abzunehmen. Und die Enddiagnose hier, es sind auch andere Sachen hier abgelaufen, können Sie selber darüber lesen, aber die Enddiagnose ist intrakraniale Hypertension assoziiert mit Lupus erythematodes und die Anwendung von Steroide. In anderen Worten, dies war zum Teil wenigstens eine Nebenwirkung von ihrer Erkrankung. Dann nächster Fall, wieder ein Bild im New England Journal und dieses schreckliche MRT und 83-jähriger Patient, eine 83-jährige Patientin kriegt neurologische Veränderungen mit Schwäche in einem Arm und faciales Parese und Sprachstörung und Inkontinenz, geht zum MRT und man sieht das. Und das ist ein sogenanntes Schmetterlingsgliom, wo das Gliom über Corpus callosum zur anderen Hirnhälfte sich verbreitet hat. Und die war natürlich in wenigen Wochen danach auch verstorben. Jetzt, Lancet, erste Thema. Geht es um Vorbeugung von zusätzlichen Ereignissen mit Patienten, die Coronarsyndrom? Und was wir üblicherweise machen, zusätzlich zu Lipidsenker und was auch immer, ist, diese Patienten, wenn sie einen Stent gelegt bekommen, dann werden sie vielleicht mit einer Doppel-Antiplättchen-Therapie behandelt, aber sonst werden als Sekundärprophylaxe für weitere kardiovaskuläre Ereignisse kriegen die Leute ASS 100 Milligramm pro Tag und in den USA meistens eine amerikanische ASS-Tablette hat 365 Milligramm. Dann ist die Frage,
könnte man ein besseres Ergebnis erzielen? Und Rivaroxaban ist ein oral wirksamer Hämmer von aktivierten Faktor 10a. Und die lieben Freunde bei Boehringer Ingelheim würden natürlich gerne das Zeug verkaufen. So, was hier gemacht worden ist, ist, man hat bei Patienten mit bewiesener koronarer Herzerkrankung, man hat sie randomisiert zur ASS alleine, 8000 Stück, Rivaroxaban alleine, und die haben hier 5 Milligramm gekriegt, und eine Kombination von 2,5 Milligramm Rivaroxaban und niedrig dosiertes ASS. Und wenn man solche Zahlen sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dieses muss eine Arbeit von Salim Yusuf sein. Und Salim Yusuf wohnt eigentlich in Kanada, aber ist vernetzt über der ganzen Welt. So, der kann riesige Zahlen an Patienten aus Indien, China, weil er vernetzt ist mit diesen Ländern, schnell auftreiben, um solche enormen Studien durchzuführen. Das ist auch hier erfolgt und 8000 Stück in jeder Gruppe, ziemlich große randomisierte kontrollierte Studien. GFR war okay, Body Mass Index, ziemlich schlank, Männer und Frauen alles vertreten und Hypertonie und Diabetes und ähnliches, wie man das erwarten würde und ob sie schon Bypass-Operationen hatten oder Koronarinterventionen, war in allen Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Und dann kann man gucken, was dabei rausgekommen ist. Und wir sehen hier, sind schon signifikante Unterschiede anhand diesen massiven Anzahl an Zahlen, Patientengrößen in diesen Gruppen. Und die rote Linie ist ASS alleine. Und was wir hier sehen, ist, die Leute sind über 3 Jahre beobachtet worden und 8% haben ein kardiovaskuläres Ereignis gehabt. Okay. Jetzt die blaue Linie ist Rivaroxaban alleine und nach beinahe 2 Jahren gehen diese Linien etwas auseinander und die Kombination liegt da nieder. Also das ist das primäre Endergebnis. Dann das unerwünschte Endergebnis ist Bluten und das war in der ASS alleine Gruppe weniger als in den beiden Rivaroxaban. Und das ist alles statistisch hochsignifikant. Dann können wir uns überlegen, ist es von Bedeutung? Und was wir hier gucken, ist, dies sind die Prozentzahlen. Und was wir hier sehen, ist der Unterschied zwischen der höchsten Gruppe und der niedrigsten Gruppe ist ungefähr 2%. Das bedeutet, number needed to treat ist 50. Und in der Blutungskategorie ist das auch ähnlich. Und diese Ereignisse tauchen nicht häufig auf. Und dann muss man sich überlegen, sind die Extrakosten von Rivaroxaban in Indien diesen geringen Vorteil, wo ich 50 Leute oder mehr behandeln muss, um diesen Vorteil zu erzielen, mit Kosten von höherem Blutungsrate, lohnt sich das Ganze oder fahren wir ganz gut mit ASS allein? Diese Frage werde ich Ihnen überlassen. Das wird hier diskutiert und weitere Details können Sie in diesen Tabellen nachklicken. Und dann können wir uns dann hier so einen Manhattan-Plot angucken. Primäre Wirksamkeitsergebnis, okay. Das favorisiert niedrig dosiertes ASS plus Rivaroxaban, okay. Gibt das zu. Netto klinischen Vorteil, okay. Nach 1 Jahr, 2 Jahre oder mehr als 2 Jahre. Okay, das müssen wir wohl denn geben. Dann C, alle Todesursachen. Sieht auch ein bisschen besser mit dieser Kombination. Und dann gucken wir uns die Blutungsraten an. Naja, das sieht ASS alleine schon am besten aus. Aber nach 3 Jahren sehen wir keinen Unterschied mehr. Das dazu. Dann, der Salim ist ja nicht doof. Der hat wahrscheinlich dieselben Patienten oder ähnliche Patienten, wieder 2000 in jeder Gruppe, hier angeguckt, wie wäre es denn mit Leuten, die überwiegend periphere Verschlusserkrankungen oder Karotis-Arteriosklerose haben. Selbe Geschichte, selbe Sachen sind durchgeführt worden. Kann man hier Schlaganfall vorbeugen oder Verlust von der Extremität, war hier die Fragestellung und
Ja, da kommen auch ab und zu mal signifikante Acute Limb Ischemia, hat es gerade hier geschafft, mit PS weniger als 0,46, okay, und plus oder minus Amputation, auch signifikant, und wir gucken uns diese Sachen an, und hier anstatt Prozentzahl, was ich lieber hätte, wird dies ausgedrückt als kumulative Inzidenzrisiko. Und das ist in der ASS-Alleine-Gruppe besser als in den beiden Rivaroxaban-Gruppen. Aber das Blutungsrisiko und ob man eine Extremität verloren hat, ja oder nein, sieht auch ein bisschen besser aus in den Rivaroxaban-Gruppen. Aber das Blutungsrisiko war aber auch höher in den Rivaroxaban-Gruppen und das war auch statistisch signifikant. Und der Unterschied zwischen diesen Gruppen sah mir ähnlich aus. Und hier ist wieder so ein Diagramm dargestellt. Und favors aspirin alone and major bleeding sind schon Unterschiede da. Und dann müssen die Krankenkassen sich entscheiden, ob sie diese Strategie mit diesen Vorteilen dann unterstützen oder nein. Aber es sieht so aus, als wäre bei Patienten mit Verschlusserkrankungen, Karotis, Arteriosklerose, würden vielleicht ein bisschen besser fahren mit dieser niedrig dosierten Kombination als von ASS alleine. Das behaupten die Autoren von Kompass-Studien. Dann eine Studie, die sich gerichtet hat nach Osteoporose-Frakturen als primäres Endergebnis, ziemlich mutig, also das ist ziemlich hart. Und hier wird Teriparatid verglichen, das ist eine verkürzte Version von Parathormon. Das ist ein 39 Aminosäuren langes Parathormon. Das endogene Parathormon hat, glaube ich, 84 Aminosäuren. Also dies ist eine verkürzte Form des Parathormons, das muss gespritzt werden, es hat eine kurze Wirkungsdauer. Und was einem vielleicht nicht sofort einfallen würde, ist mit dieser verkürzten Version, die gespritzt wird, wo die Wirkung nur vorübergehend vorhanden ist während des Tages, führt das zu Knochenaufbau anstatt Knochenabbau. Und das wurde verglichen mit einem Clodronat hier, was die Osteoklastenaktivität natürlich bremst. Das ist die gängige Therapie für Osteoporose. Und da sind die Patienten und was wir hier sehen, ist Donnerwetter. Neue vertebrale Frakturen. Das wurde halbiert in der Teriparatid-Gruppe. Und wenn man diese Frakturen alle zusammenzählt und ob sie neu sind oder Vertebra oder anderswo, das sah nicht schlecht aus. Und dann kann man hier First Clinical Fracture, das wurde schon halbiert mit Teriparatid und Vertebra Zerbrechlichkeitsfrakturen, diese unterschiedlichen Bewertungen können Sie hier selber angucken, aber die Teriparatid-Gruppe hier sah besser aus mit der Auswertung von diesen neu auftretenden Frakturen in dieser Studie. Und wo die Frakturen alle stattgefunden haben, ist hier auch alles aufgelistet, listet separat in den beiden Gruppen. Hatten die Patientinnen deshalb weniger Rückenschmerzen? Sieht nicht so aus. Und haben die Patienten, wenn man hier so eine große Bewertung, Lebensqualität, war das anders? Nicht so eindrucksvoll. Wie war es denn mit Nebenwirkungen? Parathormon könnte ja halt Hyperkalzämie verursachen. Das war auch so. Aber es heißt hier, es war nur milde Hyperkalzämie. So kann man das dann auch bewerten. Können Sie sich dann überlegen, was Sie Ihre Patientinnen anbieten wollen. Aber vielleicht, wenn Sie eine starke Osteoporose von den Wirbelsäulen insbesondere haben, kann man denen vielleicht manches ersparen. Dann das nächste Paper, Morbidität und Mortalität in obdachlosen Häftlingen und Sexualarbeiterinnen und Arbeiter in Ländern mit einem hohen Einkommen
Und was wir hier sehen, ist Infektionskrankheiten und Parasiten waren ziemlich häufig. Psychiatrische Probleme waren auch ziemlich häufig. Und dann diese anderen Sachen traten etwas weniger häufig aus, auch in diesen reichen Ländern. Können Sie sich damit beschäftigen. Review. Hier im Lancet geht es um durch Boden verbreitete Würmererkrankungen. Nummer eins sind Hakenwürmer. Und als ich Medizinstudent war, waren große Teile der Südstaaten, in der Vereinigten Staaten, waren die Leute so arm, die konnten den Kindern keine Schuhe kaufen. Und die liefen dann überall barfuß rum. Und die kriegten Hakenwürmer. Und tatsächlich war damals das Gespräch, na, wo, sollen wir diese Hakenwürmer ausrotten oder wäre es nicht einfacher, den Kindern einfach Eisensulfat zu geben? Und man hat sich entschieden für Schuhe und Eisensulfat, um diese Wurminfestitionen zu behandeln. Und sind die heute, das ist nicht mehr ein Thema, sogar nicht mehr in den USA, aber in den tropischen Ländern, wo diese Würmer häufig vorkommen, ist das in der Tat ein Thema und es hat zu tun mit, ob die Kinder Schuhe tragen oder nicht. Das wurde in diesem Review nicht betont, aber ich habe es Ihnen jetzt erzählt. Und die Würmer, die hier in Frage kommen, ein bisschen Übung kann man die Eier im Stuhl erkennen, das ist Ascaris. Das ist, macht große, wird auch durch Erde und Boden verbreitet. Diesen Wurm hier ist der Peitschenwurm, glaube ich. Der hat diese komischen Stöpseln an beiden Enden vom Ei. Dies sind Hakenwürmer. Der europäische Hakenwurm ist etwas anders als der, als der amerikanische Hakenwurm, aber die Eier sehen ziemlich ähnlich aus. Und dann ist Strongyloides. Strongyloides ist besonders gefährlich, weil man eine Autoinfektion, wenn man Verstopfung hat, dann schlüpfen die Eier schon im eigenen Körper und dann kriegt man eine zweite Dosis, dann braucht man, auch wenn man Schuhe trägt, ist davor vor kein Schutz. Das wird hier alles diskutiert und die Freunde können Sie dann auch angucken in Bildgebung. Und hier werden Ascaris-Würmer aus diesem armen Patienten da rausgepult, bei einem OP natürlich, auch nicht sehr appetitlich. Und wie man in der Bildgebung und im Ultraschall die Biester diagnostizieren kann, Strongyloides Hyperinfektionssyndrom. Und das geht wirklich los, wenn die Leute aus irgendeinem Grund immunosupprimiert werden. Wir hatten einen Patienten nach Nierentransplantation, hat das gekriegt, weil er lauter Immunosuppressiva bekam. Hämoptyse ist häufig und hier ist eine Bronchoskopie. Hier kann man die beiden Hauptstandbronchi da sehen und wie die Flüssigkeit aussah. Und so sehen die kleinen Biester dann aus in der Bronchoskopie-Lavage. Also die Behandlung hat sich erheblich verbessert, weil wir jetzt Albendazol haben und Ivermectin. Die Entwickler haben vor kurzem einen Nobelpreis gekriegt. Also vielleicht haben wir ein bisschen mehr zu bieten, anstatt nur Schuhe und Eisensulfat, obwohl das war ein guter Anfang, fand ich. Dann eine neue Worterfindung, war mir auch neu, die Inklusionsgesundheit. Noch nie gehört. Ein ganzes Review darüber. Inklusionsgesundheit ist eine Dienstleistung von Forschung und Gesundheitspolitik. Das sollte soziale Ungleichheiten zwischen Populationen beheben, um die Gesundheit zu fördern. Und das wird auch in Lancet diskutiert. Dann können Sie sich die Ziele angucken und was die Leute dann alle so machen, um diese Inklusion zu bearbeiten. Sind wir beinahe am Ende? Diese Frage war im New England Journal. Es geht um eine 82-jährige Frau, die kommt rein mit einem geschwollenen rechten Knie, berichtet aber über Schmerzen an anderen Gelenken. Also es scheint nicht nur eine Monoarthritis zu sein, es ist eine Polyarthritis, aber sie ist ungleichmäßig verteilt, Knie, Handgelenk und Sprunggelenk. Und man soll dann anklicken, was man gerne machen würde. Röntgenbild. Na,
kann man sich vorstellen, wie ein Röntgenbild bei einer 82-jährigen Dame von diesen Gelenken aussehen würde. Arthrozentese des rechten Knies, soll man da reinstecken? Sollte man Harnsäure messen? Sollte man C-reaktives Protein und HLA-B27 bestimmen? Oder schicken wir sie gleich zum MRT? Da können Sie selber dann was aussuchen. Die richtige Antwort ist natürlich Arthrozentese, insbesondere wenn man denkt, die geringste Möglichkeit, dass Infektionen hier stattfinden könnte. Aber sonst, das ist auch die richtige Antwort, aber sonst muss man fragen, es ist ein bisschen abhängig von wo man ist und was mit der Flüssigkeit gemacht wird. Und in dieser Diskussion hier wird das alles gerechtfertigt, aber die Superexperten erzählen nicht, was man mit der Flüssigkeit machen müsste, zu einer Diagnose zu kommen. Und dazu muss man ein bisschen drüber nachdenken, Krampräparat sofort, Zellen zählen, Glukose kann man messen, man kann auch die Viskosität von der Flüssigkeit messen, aber sonst muss man eine Untersuchung durchführen und dafür muss man ausgestattet sein. Was man braucht, ist ein Mikroskop, sodass man die Flüssigkeit direkt anguckt. Wer macht denn das schon? Und dann braucht man einen polarisierten Lichtfilter, sodass man die starke Lichtbrechung von diesen Kristallen feststellen kann, die innerhalb der Neutrophile sein sollten in so einem Präparat. Und wenn man das nicht hat, das muss jeder haben, der ein Mikroskop hat. Das muss jeder haben, der ein Mikroskop hat. Oder benutzt, wollen wir sagen. Oder benutzt. Und wir hatten sowas in der Klinik. Ich hoffe, alle haben das immer noch. Sonst kann man ja die Proben nach Heidelberg schicken, um auch gleichzeitig die Osmolarität in der Flüssigkeit bestimmen zu lassen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.